Hallo und herzlich willkommen bei Rising World mit Wolle 158. So, das ist draußen duster, wir werden mal kurz schlafen gehen. Wie gesagt, ich habe gestern noch ein bisschen weitergemacht dort, um die Löcher dazu zu bekommen. Und bin jetzt zumindest so weit gekommen, dass wir diese Fläche hier jetzt erstmal schon zur Verfügung kam. Jetzt wird es natürlich mit dem Sand alles ein bisschen knapp. So, diese Schaf, das ist ein besonders dummes Schaf. Ja. Das kraucht die ganze Zeit erst hier hinten rum, dann hatte ich hier hinten die Bretter offen gelassen. Jetzt kraucht das hier vorne rum, dann habe ich hier vorne die Bretter offen gelassen. Aber glaubt man nicht, dass das wieder irgendwie rinläuft hier in diese Gehege. Also ich habe ja immer noch ein paar Hoffnungen, ja, dass das irgendwann diesen Weg hier rin findet. Und jetzt ist das Vieh wieder da unten. Ich werde mal zumindest die Wolle nehmen hier. So, das ist mir schon in alle Löcher reingefallen hier, ja, und weiß ich was, aber geht nicht in das Gehege rein. Und man kann es auch nicht rein schubsen. Also hier hört eigentlich bei der Haltung von Tieren Survival auf. Ja, gehen doch ins Wasser. Ersäuf dich am besten, ja. Ja, man hat keine Chance, das Tier irgendwie denn zu fixieren und hier reinzubringen. Das ist dann so, ich werde mal jetzt hier auch wieder aufmachen, in der Hoffnung, dass der den Weg denn wenigstens hierin findet. Und dann natürlich die Bretter bereithalten, um da auch gleich dann wieder zuzumachen. Gleich wieder die Bretter richtig hinlegen hier, dass wir hier dann auch dicht machen können, ja. So, was mir noch aufgefallen ist im Survival, wo dann praktisch ein kleiner Nachteil noch entsteht, das ist natürlich die Geschichte. So, jetzt geh doch bitte rein. Geh bitte rein. Du dumme Schaf, du. Ich bräuchte was zu essen. Ich habe mir hier hinten noch ein bisschen umgebaut jetzt hier. Mein Grill, den habe ich hier hingestellt. Und ja, jetzt sollte aber langsam und allmählich sollte mein ganzes Gemüse hier kommen. Die Kartoffeln durften bald soweit sein. Die Tomaten, die sind noch grün. Ich habe beim Abbauen habe ich nochmal gefunden. Ich muss erstmal was essen hier. Sonst werde ich noch schwach und falle hier einfach vom Hocker. So, die Essen haben wir hier noch und den Rest trinken wir hier. So, das sollte erstmal wieder genügen. Ach, dass ich mal aus einer Pfütze trinke, ja, so weit ist es nur schon gekommen. Ja, ich habe da drüben geradezu dort die kleine Lichtung direkt freigehauen. Hab natürlich auch gleich neue Bäume dort angesetzt und da habe ich Hanf gefunden. Eine einzige Pflanze beim Abradieren hier mit zwei Setzlinge denn. Das ist natürlich... Also Hanf scheint es auch nicht in bestimmten Gebieten nur zu geben, sondern taucht wohl höchstwahrscheinlich auch überall auf hier. Und man muss einfach Glück haben. Na, wie gesagt, das ganze Gebiet hatte ich frei gemacht hier und dann gleich wieder neue Bäume gesetzt. Ich nehme die Fichten hier, hier alle sitzen außer hier vorne, die eine Weide oder was das ist. Nee, Ahorn. Okay, gesetzt. Ansonsten natürlich die Fichten, dass mein Holzvorrat jetzt langsam und ein wenig sich verbessert. Derweil ja mein Sand langsam und ein wenig hier oben knapp wird. Ja, das heißt, ich müsste sonst noch weiter, aber das sind alle Steinberge da und dann wird es langsam kriminell. So, das reicht aber, sollte ausreichen hier. Ab hier mache ich dann eben Bohlen hin. Wenn ich jetzt noch Sand bekomme, dann werde ich das hier alles noch ein bisschen begradigen.
Und ab hier, dann wird mit Bohlen gearbeitet. Hier sowieso, dass ich von meiner Türe aus einen Bohlenweg hier hin mache, denn wenn es regnet, das wird ein ganz schön Matsch hier ergeben, also lege ich das vorsichtshalber mit Bohlen aus. Gut. Ich glaub's nicht, mein Schaf ist drinne. Mein Schaf ist drin. Schnell zumachen, aber auf die richtige Breite gleich hier. Ja, das wäre also die einzige Möglichkeit. Du bleibst drinne. Oh nein! Und das kann nicht wahr sein. Ey Leute, das ist doch zum Mäusemelken. Gut, ich meine, ja, die Tiere, die haben noch nicht die KI, man kann sie nicht. Och Mann, so ein Scheiß, hab ich nicht aufgepasst. Die haben noch nicht so weit die KI, dass man sie jetzt mit Möhren oder mit Salat oder mit sonst was locken kann. Das ist, damit müssen wir uns im Moment noch abfinden. Aber ihr seht, das Problem, ja, man muss dann höchstwahrscheinlich richtig zumachen hier. Höchstwahrscheinlich wird auch hier sowieso wieder ausgebrochen. Also das ist noch nicht so ideal. Okay, wieder zurück zu unserem Platz hier. Also wie gesagt, da hinten, das wird mein Holzplatz sein. Ich werde auch hier noch ein bisschen abholzen und dann ringsherum aber dann nachher hier diesen Ahorn hinstellen, dass das so ein bisschen dichter nachher aussieht. Und hier soll dann meine Hütte hin. So, hier in der Ecke, das hat schon so halbwegs gerade gekriegt, dass hier auch nicht dieses ulkige Loch ist hier. Hier werde ich dann so eine Art Lagerplatz hin machen, der aber natürlich überdacht ist. Und hier nehmen, beziehungsweise schon von hier hinten angefangen, da ziehe ich jetzt Balken hin, so wie man normalerweise dann auch so bauen würde. Na, ich hole das jetzt nicht hoch mit Steinen und so weiter. Den Kies, den werde ich mir noch extra einsammeln hier. Und hier soll dann praktisch meine Werkstatt hin, wo die Werkbänke drin sind und eventuell dann natürlich die Kisten und das auch alles. So, das heißt also, wir brauchen genügend Holz. Ein Teil habe ich ja noch drinnen. Ich brauche erstmal noch Balken. Und dann nehmen wir uns mal jetzt, wenn wir nicht allzu viele nehmen, müssen wir mal vorsichtig rangehen hier, so 20 Balken. Und dann gucken wir uns mal jetzt diese Höhe an, die wir hier eventuell brauchen. Das heißt, ich will das zuerst machen, damit hier die Tische und das erstmal alles wegkommt hier. So, und erstmal für. Ja, wir werden die so lang wie möglich machen. Warte mal, wir brauchen wenigstens erstmal, ich brauche eine Türhöhe. So, die Türhöhe wäre ganz genau das. Ja, okay. Dann werden wir uns also die Tür, die werden wir uns hier rein machen. So, dann haben wir erstmal eine Orientierung zur Höhe. Einmal. Und dann brauchen wir uns nur die Breite von einer Tür. Und das machen wir dann eben so, dass wir uns gleich mal eine Tür herstellen. Ja, was soll's? Eine Tür, da haben wir Türen. So, und dann nehmen wir jetzt doch mal eine etwas bessere. Gucken wir mal nachher. Das muss aber auch nicht so eine hochmoderne sein. Ne, die nicht. Ja, nehmen wir die gleiche, die gefällt mir eigentlich ganz gut hier, die passt auch zum Schuppen, die eher zum Haus. Nehmen wir diese ja. Okay, die können wir auch herstellen. Und dann machen wir das so, dass wir nämlich die Türe hier gleich mal einsetzen. So. Und die soll aufgehen nach innen. Ne, nach außen wäre besser. Richtig. So, nun setzen wir die mal ganz genau hier an. Jawohl. Klack. Und da sitzt sie. Und jetzt. Naja, geht da noch. Gut. Dann müssen wir sie jetzt aber wieder zumachen. Jetzt können wir den zweiten Balken nämlich platzieren.
jetzt haben wir dann damit nämlich ganz genau unsere Türbreite hier. So, was wir denn machen, das ist ja unser Bier. Das sollte erstmal genügen hierfür. Gut, dann werden wir gleich mal den dritten Balken nächsten hier hinsetzen auf der Kante. Okay. So, das wird aber von der Breite her natürlich nicht reichen. Jetzt müssen wir den mal hier genauer ansetzen hier. Und den arretieren wir, dass wir so halbwegs hier drin haben und schieben den jetzt mal wirklich erstmal bis hier ran. Die letzte Ecke, die müssen wir aus Stein machen. Wenn wir dort mit Holz ran machen, würde das uns abfackeln hier irgendwann durch den Ofen, wenn der zu heiß wird oder so. Okay, das würde also heißen, dort einer hin. So, dann haben wir schon so mal die Grundbreite für, jetzt können wir auch die Tür aufmachen, ja, brauchen wir nicht immer außen rum, sag mal, habe ich da eben, na, das war nicht genau, guckt euch das mal an, da haben wir eine Lücke drin, ja, nur da irgendwie verrutscht, ja, leider haben wir noch nicht das so weit, dass wir auch das Holz hier wieder kriegen. So ist besser, ja. Ja. Da haben wir noch nicht so weit, dass wir auch das Holz hier wieder kriegen. Also müssen wir da ein bisschen aufpassen. Okay, wie wir nachher das oben alles raufsetzen, weiß ich noch nicht im Moment. Dann die Höhe Fenster. Die könnten wir eigentlich gleich mal legen hier. Und zwar wäre das ja dann circa diese Höhe hier. Mal gucken, dass wir den jetzt so weit kürzen. Aber können wir nicht. Können wir nicht, sondern nur so. So, das wäre dann diese Höhe, wo wir nachher Fenster ranbringen können, ja. Okay, aber ich frage mich jetzt, warum sitzt der tiefer oder täuscht das jetzt nur? Das täuscht scheinbar nur. Ah ja, das täuscht nur. Gut. So, das andere wäre natürlich dann oben, dass wir ein bisschen breiter machen müssten. Und den könnten wir ja dann. Ja, das war der Anritt, hier Survival bauen. Da haut das alles nicht so hin, wie man sich das vorstellt. Und hier kann man dann auch nicht so schön und sauber bauen, denke ich mal, wie man das eigentlich haben möchte. So, jetzt gucken wir mal, ob wir die richtige Höhe soweit haben hier. Und jetzt die Sache einfach mal ein bisschen breiter machen, noch ein bisschen, ein Stück rüber, ja, ein bisschen überstehen kann nicht ruhig, das ist nicht weiter schlimm denn. So, und dann schieben wir da noch rüber und damit haben wir zumindest erstmal schon so ein kleines Grundgestell. Ja, mal gucken, ob es rüber reicht, ja. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Bisschen breiter ruhig machen, zack. So, vorne diese Eingangspforte wäre erstmal da. Das wird man natürlich vergessen haben hier. Das war hier das Teil noch sowieso kürzen. Und dann, dass wir dieselbe Höhe haben, wenn wir das hier einfach mal ein bisschen absenken und ein bisschen zu uns schieben.
und jetzt einfach mal durchjagen, das Ding. Und damit haben wir nämlich dort auch dieselbe Höhe. Das kann man schon soweit hier alles vorbereiten. Das ist nicht weiter schlimm. Okay. Ich könnte fast eine Wette eingehen, wenn ich mich jetzt umdrehe, ist das blöde Schaf wieder drinne im Gehege. Und so, Grundgestell. Ja, das Schaf ist wieder drin. Das Schaf ist wieder drin. So, und jetzt kommt es darauf an, ob wir es wirklich auch einsperren können. So, und sieht zwar jetzt nicht schön aus, aber dafür selten. So, also hier habt ihr jetzt gesehen, es ist wirklich ein purer Zufall, um so ein Vieh hier reinzukriegen. So, dann werde ich mal hier jetzt gleich, ja, normalerweise müsste es ja so sein, diese Schafe, Schweine und weiß ich was, wenn die in dem Garten hier tatsächlich reinkommen, dass die zwischen deinem Salat, zwischen den Karotten rumwühlen oder nach Kartoffeln buddeln und weiß ich was. Und dann ist es eigentlich normal, dass man sich seinen Garten so ein bisschen abzäunt hier. Und das mache ich auch hier mit. Und dann nimmt das schon alles so ein bisschen die Form an, die wir eigentlich brauchen. Ist ja seltsam. Da hinten hat man noch lang und hier haben wir jetzt zu kurz. Gut. Okay. So, muss ja nicht alles perfekt gerade sein. Ich denke mal, so ein Einsiedler hier, der hier angefangen hat, wir werden das ein bisschen länger machen, denn, jawohl, der hat sich das auch nur ganz primitiv alles hingebaut. So machen wir das hier auch. Das ist überhaupt kein Ding. Ja. So. Das müsste eigentlich sitzen hier. Kann man ruhig so hinmachen, ja. Okay. So, und dann werden wir hier natürlich, das muss auch noch zugemacht werden, wie bis jetzt aussieht. Das dumme Schaf hat sich gefangen. Das ist immer noch drinnen in unserem Gehege. Natürlich werde ich dann jetzt diese Gehege größer bauen. Wir werden das noch ein bisschen nach hier rüber ziehen, nachdem ich das hier noch geglättet habe, nach hier rüber ziehen, hier noch ein bisschen weiter und eventuell auch bis hierhin ziehen und dann werde ich eine Rampe von außen hier hochbauen, in der Hoffnung, dass vielleicht noch ein Vieh darin kommt. Und da kommt dann natürlich auch eine Türe rein. Ja, aber erstmal haben wir die gefangen. Das ist die einzige Möglichkeit, die ich gefunden habe, um dort Herr dieser Lage zu werden. Natürlich bringt das nichts. Wir können das Vieh eh nicht schlachten und für sich was alles. Erstens, Schaf bringt uns nichts, sondern nur Kuh und Schwein. Und vom Schaf brauchen wir ja eventuell denn die Wolle noch. So, macht das hier in solchen Abständen circa. Ja, das soll ruhig alles ein bisschen ungleichmäßig aussehen hier. Und hier versuche ich zumindest die Höhe zu halten, so ungefähr, dass ich hier ansetze und die Sache dann einfach nur bis hierhin verschiebe. Tja, so gut kann es klappen, aber wie gesagt, wenn man in so einer Gegend ist natürlich, wo mehrere Tiere rumkrauchen, dann geht das schon mal.
Ein Schwein war hier auch noch, aber der kraucht jetzt da drüben wieder rum, ja. Da. Und ob ich die olle Sau hier noch einsparen kann, das ist die zweite Frage. Einmal, zweimal und dreimal. Das wird man dann erst sehen, wenn das hier ein bisschen näher kommt. Ja, bei den Kühen, Kühe haben eigentlich ja keinen Sinn, die im Moment einzusperren, derweil wir ja keine Möglichkeiten haben, von der Milch oder sowas zu bekommen, ja. Also ist das auch schon wieder was verloren. Umsonst zumindest. Ich meine, es ist schön, dass man das schon machen kann, dass die Möglichkeit besteht, aber richtig helfen für ein Survival bringt das noch nichts so in dem Sinne. So, damit haben wir die Kante jetzt auch. Ich hoffe, dass ich das jetzt so ungefähr mit der Linie hier in Übereinstimmung bringen konnte. Und das sollte, ja, das müsste fast hinkommen. Augenmaß ist alles. Okay. Und damit haben wir bis hierhin so ein bisschen eingeschränkt. Wir müssen jetzt auch von hier aus weitergehen. Denn ich habe immer, wenn ich ein bisschen schief komme mit die Dinger, die Rotation nach rechts und links, die ist natürlich, die müsste man dann verändern. Das heißt also, ich müsste in die Konsole reingehen. Und das will ich ja weitestgehend jetzt erstmal wirklich vermeiden, weil ich schauen will, was kann ich hier im Survival alles machen, wie weit kann ich im Survival jetzt schon gehen, wird ja doch immer wieder Stimmen hier, wo dann heißt, oh, du kannst überhaupt nichts machen und Survival ist das Spiel schnell vorbei. Natürlich ist der jetzt im Moment noch relativ schnell vorbei, weil man, wenn man irgendwann alles zusammen hat, dass die Sache dann sehr, sehr langweilig wird, weil man dann nämlich nur noch letztendlich seine Ernte abbauen kann und wieder anbauen kann, ja, und mehr dann auch nicht. So, hier das Gras, das kann ich vielleicht gleich mal nochmal neu einsetzen. Und zwar auf der Rückseite wollte ich das so ein bisschen haben. Der Kirschbaum, der kommt hier schon, dass man zum Beispiel hier dieses Loch so ein bisschen abdecken kann hier. Und da gucken wir mal, wie sich das auswirkt, wenn ich das Gras hier hinsetze. Ja, das ist ja jetzt hier fast wie das Terraforming hier, dass ich hier diesen roten Würfel habe. So, bloß eben der einzige Unterschied ist, hier kann ich es nicht, da könnte ich es noch, dass ich hier einen begrenzten Raum jetzt habe und ich kann auch mir die Pflanzen nicht aussuchen, dann ist egal, was ich hier, na, ist egal, was ich hier abgebaut habe an Pflanzen. Ob das die schönen gelben Pflanzen sind, die kann ich jetzt natürlich hier nicht setzen. Ich kann wirklich nur die einfachen Grashalme setzen. Alles andere wäre dann wieder in den freien Baumodus. Da kann ich natürlich von der Verschönerung her nachher hier viel mehr Sachen anbringen, als wie mit diesem Teil. Hier lässt sich nicht überall was hinsetzen, aber zumindest kriegt man das hier so ein bisschen sauber hier schon. Und dann kann man nämlich hier das so ein bisschen verkleiden schon alles hier. Ja, also ihr seht, man kann schon einiges machen. So, das waren jetzt ein ganzer Stack. Da oben entstehen noch Fehler. Schaut euch das mal an am Felsen da, wie das Gras dort wandert. Das ist auch nicht schön. Ja, das würde gut aussehen. So gefällt mir das ja gut, ne? Aber hier ist abgebaut und dann sieht es plötzlich so aus. Also hier, lieber Red, falls du dieses Video sehen solltest, ja, das wäre auch noch eine Geschichte in ferner Zukunft, die dann auch noch beseitigt werden sollte.
So, wie kriegen wir jetzt ohne diesen freien Baumodus hier den Kies hin? Wir können den natürlich hinschippen, aber ich weiß nicht, ob ich den glätten kann nachher. Das ist das Problem. Gut, wir werden jetzt aber hier mal kurz nochmal abrasieren. Aber wir haben schon wieder 25 Minuten weg. Meine Zeit, die läuft hier immer so schnell weg, wie ich das eigentlich gar nicht haben will. Weil ich, wenn ich immer drin bin beim Bauen, ja, dann baut man ja doch ein bisschen länger hier. So, das weg mal wieder wegnehmen, sonst kriegt das nachher hier aus dem Boden raus und schon haben wir hier wieder Gras. Ich will kein Gras nachher hier aus dem Boden raus. So, gucken. Ja, mal hier, das war vielleicht hier. So, jawohl. Und dann packen wir uns einfach mal die Balken jetzt hier quer. Zack. Und so lang und gucken so lang wie möglich. Und dann setzen wir die uns noch hier an. Einmal, zweimal. Dann haben wir auch schon eine Orientierung für unseren Fußboden und haben da den nächsten Schritt gemacht. Ja, liebe Leute, das war schon wieder jetzt. Wir haben 26 Minuten weg. Ein Erfolg auf jeden Fall da. Unser Kirschbaum, der kommt schon und wir haben ein Schaf mühevoll gefangen. Wunderbar. Unser Garten, der ist so gut wie eingezäunt. Wir haben Melonen habe ich zwei gefunden. Kürbis setze ich erstmal noch nicht an. Ich will erstmal ein paar Melonen mehr schaffen hier. So, Kartoffeln haben wir, Tomaten haben wir, die denke ich mal jetzt innerhalb der nächsten Game-Tage reif sein werden. Wir haben Karotten, die werde ich auch nochmal komplett abernten, dass wir da auch noch denn ein paar mehr haben. Dann haben wir Hanf, haben wir Baumwolle, haben wir. Also ist das schon erstmal eine ganze Menge. Jetzt fehlen uns noch Erdbeeren, fehlen uns noch Salat, fehlt uns noch. Mal gucken, ob wir da auch noch was finden. Okay, hiermit verabschiede ich mich. Tschüss, sagt euch Wolle 158. Bye bye.